Oerke bleibt im Amt. Erst vor wenigen Tagen gab Landrat Bodo Oerke offiziell bekannt, die Stelle des Geschäftsführers der Eberswalder Gesundheitsholding übernehmen zu wollen. Dieses Vorhaben löste viele Diskussionen aus. Gestern Abend gab Oerke bekannt, dass er auf den Geschäftsführerposten verzichtet und seinem Amt treu bleibt. In der Medienberichterstattung, denke ich, ist der wahre Sachverhalt immer ein bisschen verkürzt dargestellt worden. Ich habe immer wieder deutlich gemacht, dass es nur sinnvoll ist, die Krankenhausentwicklung voranzutreiben, wenn natürlich ein öffentlich geführtes Haus auch von den Abgeordneten mitgestützt wird. Und das setzt natürlich voraus, dass der Kreistag meine Prioritätensetzung, die ich persönlich getroffen habe, auch mitträgt. Deswegen war mir immer wichtig, dass ich das Votum der Abgeordneten habe. Dieses Votum ist mir nicht gegeben worden. Insofern akzeptiere ich das auch und umgekehrt. Das ist ja auch ein Vertrauensbeweis dafür, dass man meint, dass ich meine Aufgabe hier ordentlich erfülle, sie weiter erfüllen soll. Und das ist natürlich für mich Anlass gewesen zu sagen, gut, dann wird diese Option nicht wahrgenommen, sondern es bleibt so, wie es ist. Trotz dieser Entscheidung liegt Oerke die Besetzung des Geschäftsführerpostens der Gesundheitsholding am Herzen. Aber auch dafür wird sich eine Lösung finden lassen. Die Situation hat sich ja nicht verändert. Wir suchen einen Geschäftsführer und wir werden ihn eben finden. Ich meine, jede Person ist ersetzbar, jeder muss seine Position ausfüllen und jetzt werden wir weiter suchen. 13 Jahre ist Oerke nun schon im Amt und damit Brandenburgs dienstältester Landrat. Ans Aufhören denkt er vorerst nicht mehr. Erst vor einem Jahr wurde Oerke bis 2010 im Amt bestätigt. Ich habe meinen Aufgabenpool und ich meine, wenn man 13 Jahre eine Funktion macht, dann weiß man, wo die Prioritäten setzen. Und natürlich ist ein wichtiger Punkt nach wie vor die Entwicklung der Gesundheitsregion hier im Barnim. Diese ist festgeschrieben und das wollen wir auch und es wird sich auch dadurch nicht ändern.